Jo, da sind wir da bei One Piece Pirate Warriors 2. Beim letzten Mal haben wir den Freundeslog von Crocodile gemacht und wollen nun die nächste Mission auch direkt mit ihm spielen. Wir haben uns auch zwei neue Outfits für Kusan und Crocodile gekauft, jeweils die aus der Marineford-Saga und... werden natürlich auch das Marineford-Outfit von Crocodile nehmen, weil das ziemlich cool aussieht in schwarz. Komplett schwarz. So, mal sehen, was jetzt passiert ist. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Kakumei-Gun-Kanbu, Emporio Yuankofu mo mata. 麦わら白ひげ連合を黒ひげ連合の対抗勢力に仕立てるべく合流を申し入れ。イワンコフの話によれば、黒ひげ連合はすでに海軍を持ちのぐ大勢力を築きつつあるという。イワンコフは世界が闇と霧の支配から逃れるためには対抗勢力である麦わら白ひげ連合の戦力をさらに強化する必要があると主張した。一方、 新たに加わったクロコダイルよりロビンとウソップがスリラーバークにいるらしいとの情報を得たルフィは2人の奪還を最優先にしたいと主張。白ひげはこれを受け入れたのだった。Direkt zwei neue Charaktere bekommen wir vielleicht sogar. Das wäre cool. 仲間が心配なのはわかるけど、今は戦力の増強を最優先させるべきやぶるよ。まずは有力な海賊団を傘下に入れて。 そんなことは分かってるよ。だが花垂れ海賊を100人味方にするより麦わら小僧の仲間の方が期待はできるだろうぜ。なん、好きにおしべで。<笑>このスリラーバークって場所に小僧の仲間がいるってわけだな。ここは今じゃ黒ひげ連合の移動要塞みてえな役割をしてるらしい。 ニコロビンと花の長え男がいるはずだ。ま、俺にはどうでもいいことだがな。バナタが言い出したんだから、ちゃんと協力をし。ほらほらほらほらほら、私も手伝ってやるよ。ここは私の庭みてえなもんだからな。すまねえな。じゃあとっとと片付けちまおうじゃねえか。バタ足も行くわよ。クーハー。 Ich kann mir gut vorstellen, dass es da vielleicht irgendwelche Gespräche gibt, so zum Beispiel zwischen Crocodile und Robin und zwischen Perona und Lysop. Weil ihr meint, es gibt auch irgendwelche Geheimgespräche hier und da. Zum Beispiel das, die Vorstellung von Hancock im Impel Down, wo sie da aufgetaucht ist. Das war anscheinend auch irgendwie ein geheimes Gespräch, was ich zufällig bekommen habe. Ist auch nicht... Ja. So, schauen wir mal, wo können wir eigentlich alles hin? Wir müssen wahrscheinlich erstmal die großen roten Punkte da umhauen, ne? Weil alles andere ist abgesperrt. Unterstütze Kusan und Ivankov. Ach, Ivankov bekommen wir vielleicht sogar noch als neuen Charakter. So, Kampfvorbereitungen. Münze wählen. Wollen wir wieder loslegen. Die Gitarre. Der Brute. Der Frankie. Jetzt, der hat jetzt zwei. Der silberne Frankie. Silberner Frankie. Haben wir nicht eben noch einen silbernen Frankie so weiter hochgelevelt? Oder war ich jetzt ganz blind? Moment. Da. Der hat 3 Sterne. Sprich, das ist nochmal ein bisschen stärker. Und die Cola. Jupp, jetzt haben wir da um 20 Punkte. Perfekt. So, das Fleisch ist ja jetzt stärker geworden. Dazu noch einen 3-Sterne-Ruffy oder einen 3-Sterne-Ruffy. Nehmen wir den da. Weil der hat Potenzial, nochmal stärker zu werden. So, unseren lieben Freund Smoker. Und sein GT. Oder habe ich irgendwie noch was anderes, was gut passen würde? Könnte ich den noch mal ausrüsten eigentlich? Ja. Und das GT hätte... einen Punkt weniger. Na dann. Nehmen wir doch diesen Ruffy noch mal rein. Wieso auch nicht? So, der Klimataktstock mit Nami. Dazu einen lieben Eisberg. Und hier... Chopper... Oder gibt es noch was anderes, was gut wäre? An sich jeder von Ruffys Bande, denke ich mal. Hier zum Beispiel Nami mit 3 Sternen. Chopper hat 2 Sterne. Na gut, dann nehmen wir Nami mit 3 Sternen. Die hat auch 2 Sterne. Ja. So, Fähigkeiten. Hochspannung, wie immer. Für mehr Schaden im Style-Action. Stärke des Anführers. Na. Werden einfacher gelähmt. Ja, nehme ich auch gerne.
Gesundheit geht vor. Entfernt Statuseffekte. Ja. Von mir aus. So, als Freund. Falkenauge. Ich würde doch sagen, das sind doch nicht die besten Freunde untereinander. Schaffe 1000 Chaos, öffne die Tore der feindlichen Basis, ohne dass Verbündete fliehen. Okay. 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 Okay, würde ich sagen. Pop, pop. Schöne Musik. So. Schauen wir erstmal, wie seine Kombos. Wow! Oh, Sabo sieht auch sehr schön aus. So, Ivankov geht in Richtung zentraler Wald, das heißt, ich bewege mich auch schon mal dahin. Die Attacken sind echt sehr interessant. Und er dasht ziemlich cool. Sabos Pesado. So, besiege Zombie-Kommandanten. So, machen wir erstmal den ersten Special. Okay, das heißt, er lässt einfach mal alle in seiner Nähe verschwinden. Ui, das hat auch gut rein, ja. Wo muss ich hin? Irgendwas besiegen. So, irgendwo da hinten sollen wir anscheinend hin. Ja, die fliegen hier erstmal rum. Wobei das hier auch sehr schön aussah. So, da in das Gebiet wollen sie also hin. Okay, dann machen wir das mal. Sammeln hier ein paar Gegner um uns herum. Und machen mal das zweite Special. Okay, das sah auch schick aus. So, und nun? Jetzt sind sie hier. Hallo Kusan und... Das hier gefällt mir schon mal ganz gut, der Sabo Pesado. Vor allem haut er echt weit rein, muss ich sagen. So, besiege Zombie-Kommandanten. Ah, jetzt sehe ich das erst so wirklich. Da, Zombie-Kommandant. Den muss ich besiegen. Wow, ich habe ihn sogar wirklich besiegt. So, er hat zwar irgendwas hinterlassen, aber ich lasse das jetzt mal da liegen. Hallo Piraten-Captain. Hallo Bomber. So, da oben haben wir die anderen beiden. Moria? Oh, hallo. So. Haben wir hier noch schnell hier die Gegner weg. Und der... Achso, da. Bin schon da. Sabos Pesado. Jo, die Attacke mag ich. So, und hier oben ist der letzte Zombie-Kommandant. Davon haben wir ihn. So, einfach mal hier ein Special reinhauen. Vielleicht reicht das ja sogar schon. Jo! Mission geschafft. Oh, die Besatzung wäre sogar fast geflohen. Sehe ich gerade. Und wir haben auch eine Menge Chaos. Oh, das Ding fliegt aber weit. Nee, da wollte ich nicht hin. Ich würde mal sagen, wir müssen weiter nach unten oder so. Anführer ist erschienen. Boah, dann laufe ich mal dahin. Nehmen wir das Gebiet davon einfach mal ein. In der Zeit, wenn wir nichts zu tun haben. Nähere dich Perona und erhalte Informationen. So, einfach ein Special noch hier rein. Wüstenblume. So, Gebiet eingenommen.
So, Robin ist jetzt auch hier anscheinend irgendwo aktiv. Ja, verschiedene Robins sind hier wieder aufgetaucht. Müssen wir auch gleich noch hin. Es sind eine Menge Robins aufgetaucht. Yusuf fängt an zu schießen. Was? So, Perona. Okay, ich denke mal, das reicht jetzt einfach kurz, weil wir Perona vorbeigelaufen sind. Das heißt, auf zu Robin. Oder was auch immer hier das Sternchen ist. Da haben wir eine Robin. Boah, ich gehe einfach mal hier rein, dann kann ich alles möglich, alles... Achso, das Sternchen ist natürlich der Anführer. So. Zack. Einfach mal alles gleichzeitig. Ground to Death. Robin, da. Na gut, dann machen wir halt mit. Aua. Lass das. Dann machen wir das eben halt schnell mit. So, eine Robin ist weg. Was haben wir dabei bekommen? Fleisch, ja, nehme ich. Wo muss ich jetzt hin? Unterstütze Perona. Oh! Upsala. Dann der ist schon wieder runter zu Perona ganz schnell. Ja, ich komme ja schon. Fuck, falscher Weg. Nein! Ich habe gar nicht gesehen, dass leider die Wege nicht verbunden sind. Gut, dann schnell hier durch und dann im Zickzack da rum. Okay. Ich bin unterwegs, Perona. Der Belagerungskapitän fliegt. Ja, und da geht die erste Geheimmünze. Zombie-Kommandant ist wieder aufgetaucht. Was? So, Belagerungskapitän ist geflohen, ja. Da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Noch mehr Zombie-Kommandanten sind aufgetaucht. Was soll das? Ja, komm, Perona geht nicht weiter. Ich gehe schon mal in das Gebiet da vorne. Ich kann mich jetzt auch nicht um alles kümmern. So. Mal gucken, wie viel das so abzieht. Oh, irgendjemand hat dann Robin umgehauen. Cool. So, der ist auch weg. So, Perona, bist du noch unterwegs? So, was war hier nochmal? Ne, das war nicht. 1, 2, 4 wollte ich ausprobieren. Wobei, wow, die ist aber auch ganz schick. So, hier nochmal ein Special in die Meute. Dann kann Perona hier sich weiter fortbewegen. So, einmal den Anführer nochmal in die Luft gesprengt. Und Territorium eingenommen. Perfekt. So, Perona, beweg dich weiter fort. So. Was ist du eigentlich auf hier? Hatte ich gerade den Gegner weggehauen? Moment. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. So, folgen wir weiter Perona, weil ich glaube, da vorne dürfte jetzt Lysop sein in dem Gebiet. So, haben wir wieder mal hier ein paar Gegner weg. Ja, da stand niemand. So. Alter, die Attacke ist aber echt stark. So, Perona, geh weiter. Perona. Ja, ich weiß, da ist noch ein Zombie. So, darfst du jetzt weitergehen? Danke. Wow. So, weg mit euch allen. Perona, geh weiter. Lass dich nicht aufhalten. Schau alle deine Gegner weg. Wow, das hat aber gedauert, bis sie hier ankamen. So, jetzt macht sie hier wahrscheinlich das Tor auf, ne? Eins von den Toren. So, Perona hat das Haus der Heilung erreicht und macht ein Tor auf, denke ich mal. Das da.
Aber ich würde sagen, darum kümmern wir uns erst in der nächsten Folge. Das war's mal wieder von One Piece Pirate Warriors 2. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!